Wow. Alter, hör mal auf zu hauen. Hast du einfach so gehauen? Ja, der hat gehauen. Gehaut. Nix hier oben drin, ne? Nee. Ich hab vor kurzem was im Internet gelesen. Das ist so ein Tipp, wenn man sich, geht aber glaube ich nur in Amerika, das ist ein Tipp, wenn man sich schlecht fühlt, dann soll man in die Apotheke gehen und sich ein Thermometer, ein Rektalthermometer von einer ganz bestimmten Firma kaufen. Okay. Und wenn man dann so schlecht drauf ist, dann soll man sich an den Tisch setzen, soll das auspacken und soll dann die Bedienungsanleitung ganz sorgsam durchlesen. Da steht nämlich drin, dass jedes Thermometer von einem Mitarbeiter dieser Firma getestet wird und danach sterilisiert. Das sind Rektalthermometer. Und dann soll man sich denken, zum Glück bin ich nicht der arme Kerl, der bei dieser Firma die Rektalthermometer testen muss. Ja. Alter. Ich stelle mir das gerade vor. Der hat dann ein Referenzthermometer. Und jedes einzelne Thermometer, das er dann durchtesten muss. Der arme Mann. Oh, da läuft jemand. Soll ich abknallen? Erschießen. Er wird vom Zombie verfolgt, der hat nix. Boah. Hör mal auf zu atmen. Ist voll ein Faustkampf da, der Kerl. Er hat ein Hütchen auf, er blutet wie Schwein. Er kämpft gegen den Zombie. Oh, er hat ihn geschafft. Ja, aber ich kann ihn leider nicht. Ja, dann lassen. Ach nee, der Zombie steht wieder auf. Stehen gegen. Redet er mit dir? Ja, er redet mit mir und sagt friendly. Ich lasse ihn verbluten. Also ich könnte ihn jetzt so langsam abknallen. Ich weiß nicht. Das sieht aus, als hätte er nix. Das sieht aus, als hätte er sein T-Shirt in Rags zerrissen, mit denen er sich jetzt flickt. Ich weiß nicht. Sollen wir gnädig sein? Er hat nur einen Hut auf. Wo bist du überhaupt? Ach, da bist du. Ja. Warum macht der? Ey, pass up. Ich hab hier einen Vorschlaghammer, ja? Was will der denn mit seinem Hämmerchen da? Ist wirklich ein Hämmerchen. Soll ich ihn anschießen? Nee, lass mal. Er guckt in die Luft. Er hat seinen Hammer weggepackt. Ist okay. Komm, wir lassen ihn. Bisschen mal über den Zaun geklettert. Hm? Ja. Pass mal auf, weißt du, was ich mit dem mache? Was machst du denn mit dem? Ich checke seinen Puls. Und? Du hast ein Seil dabei, oder? Ja. Kann man den? Ach komm. Wo will der hin? Er darf weg. Lass ihn weglaufen. Ich check mal deinen Puls. Checkpuls. Ja, so einen schönen Hut auf. Du hast einen Strong Puls. Da lagen jede Menge Hüte rum. Ich will aber den haben. Was ist Search for Shoes? Stand da Search for. Ach, Search for Stones. Warum soll ich denn hier nach. Hä? Was machst du da? Ich hab keine Ahnung. Ich hab aber auch nichts gefunden. Ich such nochmal nach Steinen. Nö. Nichts gefunden. Keine Steine gefunden. Kann ich mit meinem Vorschlaghammer hier einen Baum fällen? Ich versuche mal einen Baum zu fällen. Aber nee, das wäre ja eine Sonderauswahlmöglichkeit, ne? Ja. Also, mit dem Vorschlaghammer Baum fällen ist nicht drin. So wie wir uns jetzt bewegen, laufen wir nach Elektro, ne? Ja. Sollen wir da hin? Ja. Okay, ich höre einen Zombie. Irgendwo. Ja. Ich sehe einen Zombie. Hallo. Ich bin unbewusst. Ich bin bewusstlos. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe dich geschlagen. Jetzt lebe ich wieder. Aber ich blute. Ich blute auch. Schön. Und der Zombie driftet weg. Ich habe keine Rags mehr. Ich habe welche. Ich schmeiß hier welche auf den Boden. Das ist gut. Die liegen neben mir irgendwo. Ja, ich sehe sie. Ich hatte doch jede Menge. Ach, ich weiß, wo meine Rags sind. In meiner Jacke. Danke für die Rags, ich leg sie dir aber wieder hin. Ja, wo sind sie denn jetzt? Och,
da. Nimm die. Gut. Bei mir ist alles nur schwarz-weiß. Ja, bei mir auch. Und dazu auch noch verwaschen. Ja, das habe ich jetzt gerade wieder geflickt. Okay. Kann man das Wasser also von hier vorne trinken? Weißt du das? Weiß ich nicht. Können wir mal testen. Ich entschuldige mich mal schon mal dafür, dass ich dich mit dem Vorschlaghammer geschlagen habe. Sledgehammer. Ich kann nach Steinen suchen. Search for stones. Wie? Man kann jetzt nichts mehr trinken. My body feels wet. I'm completely soaking. Tja. Ich bin voll nass. Search for stones. Na, ich guck hier nochmal nach Steinen. Aber am Schilf. Nichts gefunden. Dein Pferdeschwanz guckt hinten aus dem... Oder dein Zopf guckt hinten aus dem Helm raus. Ja. Ja. Ich kann da doch auch nichts für. Ich bin nass. Jetzt bin ich nur noch wet. Jetzt bin ich nicht mehr soaked. Kann man hier nach Steinen suchen? Ich suche mal hier bei den Steinen nach Steinen. Das geht aber leider. Doch. Nö. Was war denn da? Kann ich bei dir was machen? Du kannst meinen Puls checken. Bleib mal stehen! Checkpuls. Nö. Nö, hab ich keine Lust drauf. Ich hätte jetzt eben gerade sowieso die falsche Taste gedrückt. Ich hätte dich damit mit der Axt geschlagen. Das wäre wohl schmerzhaft gewesen. Ja. Komm, wir laufen mal hier. Dass wir noch ankommen irgendwann. Ja. Nein, ich will nicht ins Wasser laufen. Aber mein Unterschenkel juckt. Was machst du denn für Geräusche? Ich kratze mich am Unterschenkel, es tut so gut. Nicht so weit weglaufen! Nachtigall, ich höre dir tapsen. So, da vorne sehe ich schon mal ein Kränchen. Ich sehe einen Leuchtturm. Ja. Boah, hier ist alles schwarz-weiß. Yep. Siehst du, man muss noch nicht mal einen Filter drauflegen. Ich kann die Tinktur tatsächlich trinken. Bitte nicht. Die ist alkoholbasiert, ja? Oh, ich bin sehr durstig. Willst du Tinktur? Nein. I really need to drink. Vielleicht ballert uns bestimmt der eine Typ ab. Den wir verschont haben? Yep. Ja, vorher kommt mein Vorschlaghammer. Ich meine auch, ich hätte gelesen, dass man Sachen werfen kann. Ja, da war irgendwas mit Double-Head-Throw genau. Oder irgendwie sowas. Genau. Warum kann ich meinen Hammer nicht werfen? Hm? Ich will meinen Hammer... So ein geworfener Vorschlaghammer, ja? Das ist brutal. Ich würde mir da selbst mal wehtun. Was war das? Du hast eine Axt. Du kannst doch hier das Grünzeug weghacken. Ja, ich dachte, ich könnte Bären nehmen oder so. Bären nehmen. So, was sind wir jetzt hier? Uff, voll aufgelaufen. Da kann man rein. Ich bin Zombie. Komm, nimm mal einen Vorschlaghammer zur Sicherheit. Ja, da kommt der Zombie. Wir sollten uns darauf einigen, dass nur einer angreift, ja. Ne?
Zack. Ich glaube, du blutest. Kann sein. Ich bin gleich bestimmt schon wieder. Ein Hämmerchen. Ja. Ich hab dich. Verbind mich mal bitte. Du hast die Rags in der Hand. Du lagst auf dem Boden mit den Rags in der Hand. Bist direkt wieder aufgestanden. Oh, ist ja nichts passiert. Oh. Ich find's witzig, dass man bei Zombies nach Steinen suchen kann. Hast du mich verbunden? Du hast dich selbst verbunden. Ich bin. Du sitzt hier bei, also du kniest hier bei mir. Ich bin immer noch unconscious. Checkpoint. Ich compress. Was ist ein Compress? Ich compress mal. Du bringst mich jetzt bestimmt um. Es sah wie Dings aus. Check Puls, du hast einen starken Puls. Es sah wirklich aus wie eine Herzrhythmusmassage. Okay. Ist ja cool. Ich trink mal Eistee. Ja, mach das mal. okay. Also mein Kamerad hier will was trinken. Ich hab grad was getrunken. Und ich bin immer noch unconscious. Ist schön, du hast eine Wasserflasche dabei und eine Frying Pan, ja, Munition. Ne? Du hast 0 Streichhölzer dabei, ist auch toll. Du kannst mich looten, wenn ich blute. Du hast 2x0 Dings dabei. Warum? 2x0 Streichhölzer. Ich dachte gerade, da wäre ein Zombie gewesen, aber meine Mutter hat nur irgendwie Teller weggepackt, keine Ahnung. Also bei mir kniest du hier. Kannst du mich nochmal kompressen? Ich kann es nochmal versuchen, ja. Oh, noch ein paar Mal. Warum immer eine Herzrhythmusstörung? Kompress. Das ist auch witzig, ja. Der kniet sich dann nur über dich und macht dann nichts mehr. Och man, das ist doch behindert. Ja, wenn ich lock mal aus und lock wieder ein. Ja, dann bin ich bestimmt immer noch unconscious. Ah, warte mal. Konfigurieren. Video. Schließen. Okay, also wenn ich ins Menü gehe, dann sehe ich mich da. Hm. Das ist ja seltsam. Ich meine, ich könnte versuchen, dich... Das war jetzt bestimmt wieder so ein Bug, weil du dich im gleichen Moment, wo du bewusstlos wurdest, verbunden hast. Ja. Ich meine, ich könnte dich auch nochmal hauen. Nee. In der Hoffnung, dass du bewusstlos wirst. Ja, okay. Ist halt noch die Alpha, ne? Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Warum? Also deine ganzen Sachen sind hier bei mir jetzt noch sichtbar. Deine Axt und dein Gewehr und was ist das hier? Deine Brille schweben in der Luft. Und dein Charakter ist schlicht und einfach, jetzt ist alles umgefallen, ist schlicht und einfach nach vorne umgekippt. Mehr hat er nicht gemacht. Okay. Wenn du jetzt hier nochmal erscheinen würdest, wäre das ganz geil. Weil dann könnte ich deine Sachen mitnehmen. Wenn du die dann auch hättest. Ich spawne in 28 Sekunden. Das haben sie aber auch runtergesetzt, oder? Und deine Sachen sind jetzt auch weg. Die schweben zwar hier noch in der Luft, aber ich kann jetzt nicht mehr... Nee, ich korrigiere mich. Deine Sachen sind alle noch da. Wahrscheinlich bin ich gleich nackig. Sehr schön. Ja, wenn du nackig bist, ist ja alles noch hier. Ja, schon. Ja, stimmt. Okay. Außer wenn ich jetzt gleich spawne. Und das dann irgendwie alles weg ist. Das wäre ungünstig. Ja. So. Ich bin nackig. Also ich habe nichts. Du scheinst auch nicht hier zu spawnen. Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Aber da vorne ist ein Schild. Also du hast nix, dann nehme ich hier alles auf, was ich aufnehmen kann. Ja, das wäre ganz gut. Erstmal das Wichtige.